Ist es nicht schön? Wir sind hier am Lagerfeuer. Jetzt wieder ein paar Tage so zwischendrin, ne? Wo ich es jetzt mal gespielt habe. Steh auf. Ja, was machst du so? Aha. Ja, immer noch, weil das immer noch dasselbe Spielstand ist, den wir abgeschlossen haben, ne? Das ist tatsächlich Red Dead Redemption 2. Ist schon wesentlich älter, also es ist jetzt kein neuer Blockbuster, den wir hier spielen, sondern ist schon etwas älter. Was heißt älter? Also Tatsache ist es so, dass ich mir sogar für die Xbox kam es zuerst raus, habe ich mir letztes Jahr geholt. Und jetzt habe ich mir es für PC auch geholt, weil Xbox Stream ist etwas schwieriger. Du gehst noch zur Schule. Heute ist. Sind momentan Ferien? Ich bin da ein bisschen raus. Weil, ne, wenn man selbst keine Schule mehr hat, keine Kinder hat, ist man da ein bisschen raus. Sind momentan Ferien? Mal geregelt. Ah, Ferien. Okay, alles klar, verstehe. Herr Morgan, Herr Morgan. Mr. Strauss. You busy, my friend? Why? I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald And Ranch. here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Aye. I'll make sure they see it in them terms. Put Also wir the cash in müssen. the deed box and try not to Naja. kill them. It's very bad for business. Ja. Also wir müssen Schulden eintreiben. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Also wir haben hier drei Stationen. Ich würde sagen, weil wir hier rechts noch nichts erkundet haben, gehen wir mal hier hin. In welche Klasse gehst du denn, Sina? Wie alt ich bin? Ja, das willst du gar nicht wissen. Beziehungsweise ich werde jetzt im August dieses Jahr 34. Also die Schule habe ich schon ziemlich lange hinter mir. War eine schöne Zeit in der Schule, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich raus bin, ne? In die 10. Klasse. Ah ja, dann hast du ja eigentlich, also Gymnasium, Realschule oder Realschule würde ja bedeuten, dass du eigentlich ja jetzt dann dieses Jahr fertig wirst, ne? Wenn du Gymnasium machst, hast du ja noch 3 Jahre, ne?
Gymnasium. Ah ja, schön. Und gefällt's dir? Ist alles noch schön? Corona hat ja alles so ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eine schöne Zeit war zu Hause jetzt, ne? Keine Schule. Aber Hausaufgaben oder sowas gab's trotzdem, ne? Das ist blöd. 3 Jahre, ja. Ja, dann hast du schon eine Idee, was du machen möchtest nach dem Abi. Also, willst du studieren, willst du eine Ausbildung machen? Kein Plan. Okay. You Chick Matthews? Oh, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shark. Damn it. Hey, get back here. You owe us money. Now, come on. Yeah. Oh, ich hasse das. Immer diese Verfolgungsjagd, ne? Hat er Glück gehabt, ne? War schon bereit für alles. So. Sollte mir irgendetwas zustoßen, sind alle meine irdischen Besitztümer hier aufbewahrt. Aha. Dann wollen wir mal. Ich würde fast behaupten, dass der Baum das hier ist, weil der sieht auch verdächtig danach aus wie auf dem Bild. Durchsuchen. Ich weiß gar nicht, wie das hier in NRW ist, Sina. Schulden erfolgreich eingetrieben, das ist schön. Bei mir war das, also ich habe in Baden-Württemberg damals, Abitur gemacht, tatsächlich. Da ist Zentralabitur. Und, da musste man dann so ein Zweig einschlagen. Also ich habe dann damals Wirtschaft gemacht. Weiß gar nicht, wie das jetzt hier in NRW ist. Thank you.
why's it always gotta be such a goddamn performance with you? Now, I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved me. I do. I do, but what I get paid ain't enough for one person, let alone two. Your money's gotta be your problem now. The only problem I got is this bleating going on in my ear. Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well, I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Son of a bitch. Ah ja. Na komm schon. Boah, jetzt reicht's aber. Jetzt, also, jetzt ist aber gut hier. Ha. Jetzt muss ich ihn plündern. Das ist doch ganz toll. Wo ist denn mein Pferd? You got your money. Leave me alone. Law hear about this. I didn't steal that. It's a debt. Oh, damn it. Can a man have some peace? Oh, warte mal, jetzt muss ich hier den Typ wieder einfangen. Alles klar, Sina, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Schön, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal hier. Ist das dein Ernst? I love a fight. You picked the wrong one. Okay. Try harder than that. You want this. Mach's gut, Sina. Ciao. Bin hier gerade leider ein bisschen beschäftigt. Sorry. Tschüss. Sorry. Oh, warte mal. No, no, that ain't good. Can somebody help me? Kill you, I swear. You stop, goddammit. That's not you. You say anything about this? I'll kill you. Come on now, leave me alone. Just go, damn fool. Yep. What on earth? There we go. Help! Someone do something! Are you insane? Why are you being like this? Trust me, I ain't got nobody to tell anyway. Ja, weiß ich nicht. Yeah, I'm just gonna
Check your pockets. Shit, no! Come on, don't do this. Muss ich jetzt mal wieder meinen Hut holen, ne? So, nachdem wir hier alle Zeugen wieder davon überzeugt haben, dass wir hier keine Schlechten sind. Ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt hier direkt Kopfgeld auf mich ausgesetzt zu haben. Übrigens, hier kann ich nur empfehlen, Alpro Schokolade, das ist hier Soja. Keine, also ich bekomme kein Geld für. So, mal gucken, wo wir jetzt hin können. Wir können ja noch hier hinreiten und da haben wir hier die Jobs. Hallo? Haben wir die Jobs alle abgehakt? Von unserem Mister. Oder raucht's? Was sollten wir hier mal gucken, hä? Was hier so ist? Gucken, was hier ist. Vielleicht braucht hier jemand Hilfe. Da macht jemand Pause. Wir können ja mal dahin reiten, weil es ist ja auch viel, so Nebenschauplätze auch so ein bisschen, ne? Mal gucken. Cool. Hallo. Okay, au! Hallo? Okay. Ja, ist ja gut, hey. Ich wollte nur mal Hallo sagen, hey. Es gibt unfreundliche Leute, das ist der Wahnsinn, hey. Unfassbar. Weißt du, willst du einfach nur mal Hallo sagen? Und dann sowas, ey. Also. Irgendwo ist auch mal gut. Frechheit. Ist es gerade. Also ich dachte gerade eben schon, ey, es wäre schon wieder abgestürztes Spiel. Also es kostet mich auch so ein bisschen, Nerven, ne? So. Aber irgendwas hängt hier gerade schon wieder. Mal kurz die Cam aus. Mal wieder an. Ja. So. Geht wieder, ne? Gut. Nein, ich komm nicht. Weil ich muss erst noch ein bisschen Geld eintreiben. Ja, ja, ruhig. Ganz ruhig.
Du müsstest eigentlich weiter reiten ohne mich, jetzt in dem Cinemodus, weil ich habe jetzt, ich habe hier jetzt gerade Lust auf so einen Keks. Das war der gute Milka Schoko-Pause. Oh, jetzt sind wilde Pferde. Meine Frau würde jetzt wieder sich beschweren und würde sagen, Schatz, ess doch was Vernünftiges und keine Kekse. Da sage ich aber persönlich, Kekse sind vernünftig. Hm. Verbundenheit 3. Sehr gut. Hier rein. Müsste ja jemand zu Hause sein, ne? Weil es ja jetzt auch Abend. Schauen wir mal. Das ist aber nicht mein Goldener, ne? Den hier möchte ich. Oh ne, das ist doch der falsche, oder? Das ist doch der silberne. Oder doch den goldenen. So. Jetzt schauen wir mal. Knock, knock, Mr. Robe. No, przepraszam, co pan robi w moim domu? Polnisch. God damn it. Oh ne, ist auch rum. Speak English? Me, Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. Schlesien, cool. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das, das, der Kaiserreich, ja? I don't speak German neither. I'm here for money. Money. That you borrowed from Leopold Strauss. Kannst du erstmal hingehen und kannst das Tschech. Leopold Strauss. Jak się masz? Yeah. So it's time to pay. Where is it? Oh, well, no, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? Oh, no. Give some money. Give some money. Okay, dann bedrohen. Now, you remember where you're keeping that shit? Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. No, still don't understand you. Ich lass ihn los. Wir müssen halt jetzt leider, Where is the money? Gold, dollars. Nie rób tego. I have nothing. No, 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 no. Please, no. No, I have money, but I have this. It's good. It's good. Ich befürchte Schlimmes. It's Warszawa, yes. Oh, Warszawa. I have your things. Okay? I have anything in here or out there. Yes. Okay, das heißt, wir plündern jetzt wieder. Okay. Schade. Nehmen. Ich möchte ehrlich gesagt dem gar nichts nehmen, ne? Weil es, ja, aber es ist halt das Spiel. Müssen wir halt durchziehen, aber wir werden jetzt natürlich auch versuchen, so viel wie möglich Gutes zu tun.
Auch wenn wir jetzt natürlich jetzt gerade nicht so Gutes tun. Aber ich verspreche, auch wenn es vielleicht nicht Sinn des Spiels ist, werden wir gucken, dass wir so gut wie möglich, also so viel wie möglich Gutes tun. Ich glaube, ich muss hier gleich mal das Fenster zu machen, weil ich bin ein bisschen geblendet, muss ich sagen. Don't even speak English. Oh, warte mal, hier war irgendwas. Durchsuchen. Nehmen. Mal gucken, was hier ist. $2. Ist er noch da oder ist er schon? Ah, da ist er. Das sind auch noch. Okay, hier ist nichts mehr. Schublade durchsuchen. Okay, also bei ihm ist wirklich nichts zu holen, ja. Außer jetzt die Uhr und, oh, was haben wir hier? Silberohrstecker. Platinhalskette, okay. Oh, Essen ist wichtig. Also das brauche ich auch. Okay, dann bin ich mal weg. Wie gesagt, es tut mir wirklich aufrichtig leid, aber ich muss... Ich mach mal eben das Fenster, hier Fenster zu. So. Jetzt reiten wir wieder zurück ins Camp. Wir haben jetzt das alles eingetrieben. Na los, lauf doch mal jetzt, mein Gott. So, jetzt geht's hier rechts und dann geht's hier hoch direkt. Da sind wir schon direkt am Camp wieder. Hey, who's there? Ich bin's. Oh, Vorräte, alles rot. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn alles rot ist. Da müssen wir ein bisschen was nachhelfen. Passt das so jetzt eigentlich? Da muss ich nicht so reinschreien, ne? Ins Mikrofon. Also dann ist das Mikrofon an sich halt auch schon lauter. So. Abliefern. Krass. Ja, haben wir ein bisschen was eingetrieben jetzt. Oh la la. Bisschen laut.
Ich hätte gern hier Repetier-Munition. Ja, hier ist auch geil, ne? Hier so links, eins nach dem anderen. Dutch will etwas Gemütlicheres. Weißt du, Dutch, ja, Dutch kriegt den Arsch geboppelt, ja, und wir müssen da, was weiß ich, irgendwo. Ja, kein Bock drauf. Tatsächlich Angriff verbessern, das möchte ich gerne tun. Ah ja, ich dachte gerade eben. Das ist, glaube ich, genau, das ist mein Wagen, ne? Arthur. How did you get on, Herr Morgan? Psst. Fine. Our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. Ja, ne? Jetzt war ich aber hier... Jetzt war ich aber hier noch nicht fertig. Ich wollte hier eigentlich noch was machen. Oder noch ein bisschen hier was, ich sage jetzt mal, weiterentwickeln, ne? Also das Camp ausbauen. Also wir haben ja jetzt hier Angriff verbessert. Also ich bin ja dafür, für frisches Obst und einfache Konserven bin ich ja ehrlich dafür, ne? Also es geht ja nichts über gutes Essen, sag ich jetzt mal. Ja. Kautabak und Bremen-Konserven. Nee, machen wir nicht. Wir machen jetzt hier noch starke Magenbitter und sowas. Es ist da auch ein bisschen die Medizin wieder auffüllen. Und soll es ja soweit gut gehen, ne? Also so weit, wie es einem gut gehen kann. Ich gerade überlegen, ob ich hier... Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier nochmal sowas ausbauen... Also ich meine, die Kohle ist ja nicht weg, ne? Jetzt überlege ich gerade, ob ich Tonika und Premium-Alkohol nehmen soll. Oder Kautabak und Premium-Konserven. Das weiß ich nicht. Was meint ihr? Ach nee, was war das? Da früher, na super, ja, da zick. Wish I felt the same. Also gelb heißt ja, also heißt gelb, dass, also hier oben rechts, also gut, das seht ihr jetzt nicht. Oben rechts sind ja diese Anzeigen, hier das Kreuz, in der Mitte Munition, rechts Essen. Weiß bedeutet wahrscheinlich genug. Und gelb heißt, ist die Vorstufe zu rot. Das heißt, eigentlich müssten wir hier Arznei weiterentwickeln, ne? Ich spare erstmal ein bisschen. Oh. Ja. Hier ist noch einer. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir gehen... Wir gehen hier nochmal Geld eintreiben und dann würde ich hier gerne in die Stadt gehen, weil hier gibt's einen eine Kopfgeldjagd. Die würde ich dann auch gerne machen. Das heißt, wir gehen erstmal hier Geld eintreiben und dann gehen wir rüber nach Valentine und machen Kopfgeldjagd. Das heißt für den Sheriff, weil wir haben ja gesagt, wir wollen... Wo ist mein Pferd? Ach, hier. Nee. In die Richtung. Wir haben ja gesagt, wir wollen Gutes tun. Also wir wollen ein guter Cowboy sein, auch wenn wir genug Dreck am Stecken haben. Hier schreit doch ein Kind rum, oder? So ein Camp ist irgendwie cool. Also ich finde es gar nicht ganz cool.
Also, wir selbst gehen jetzt auch im August, treffen uns mit Freunden. Und werden auch so Art campen gehen, sage ich jetzt mal. Oh, warte mal, ich muss hier runter, ne? Und da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Frau freut sich nicht hundertprozentig, aber jetzt schon. Jetzt genießen wir hier erstmal den Ausritt. Hier romantische Stimmung. Ohne Kamera. Und wir gucken uns einfach nur an, wie wir hier durch die Dunkelheit reiten. Und den Sound. Na gut, wir holen was. Ich gebe dir Arznei. Ja. Wir wollen ja Gutes tun, ne? Also hier sehen wir auch unten. Achso, das habt ihr jetzt eben gesehen. Ich weiß gar nicht. Sieht man das? Jetzt bin ich wieder ruhig. Ich glaube, wir sind hier. Ja. Da arbeitet einer. Mal gucken. Mr. Thomas Downs? Yep, that's me. You owe me money. Oh, no, no. I'm... Please, sir. Really? Threaten me, would you? Please. I have a family, sir. Please. I don't care about your family. Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir. I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. Mr. Strauss seems so understanding. If I'm here, there's a reason I'm here. Mister. Nein, ich wollte ihn verschonen. Nein. Oh Mann. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Oh, Mann. Das Schlimme an der Sache ist, ich wollte ihn verschonen.
habe aber zu spät irgendwie die Taste gedrückt und das ärgert mich jetzt gerade persönlich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo reiten wir eigentlich gerade hin? Ich würde mal fast sagen, aufgrund der dramatischen Musik, Moment, ach, wir sind jetzt gerade wieder am Camp. Okay, verstehe. Oh Mann, ich wollte doch danach nach Valentine. Oh Mann. Mann, der war krank oder ist krank. Also, das finde ich nicht gut. Finde ich wirklich nicht gut. Darf ich den Mr. Strauß einfach verprügeln? Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Ja, das ist, ja, ist halt so, ne, in dem Moment. Ich muss ja gerade mal was gucken. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ja. Kurz was. Ja, es ist ja eigentlich überhaupt nicht so unser Ding, ne, dass wir sowas machen. Und, gut, jetzt würde ich sagen, wir gehen in die City. Ja. Also, ihr habt gerade eben den Livestream live von meinem Handy gehört. Ja, muss ja eben kurz gucken, weil irgendwie habe ich hier so ein paar widersprüchliche Sachen gerade eben so hier angezeigt bekommen, dass wohl irgendwie asynchron ist oder so. Okay. Also wir reiten jetzt auf jeden Fall in die Stadt. Also hier Holzhacken machen wir jetzt erstmal nicht, weil wir wollen auch ein bisschen vorankommen. Muss mal gerade eben die Webcam nochmal neu starten. Also nicht neu starten, aber neu aktivieren, weil die war ein bisschen, glaube ich, asynchron. Ach, ich werde hier mal eine Mission machen jetzt, ne? Das ist ja auch alles so... langweilig, muss ich sagen. Dann kommen wir hier. Rosse, auf die Jagd gehen. Okay. You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big... loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him, you could buy yourself a new horse. Put your saddle on them, let's get going. Ich will aber kein neues Pferd, ich hab hier ein tolles.
There's nothing wrong with two horses. And the stables aren't about the best ones. Okay, Tennessee. Ich komme wieder, definitiv. Also, mach dir mal keine Sorgen, ich komme wieder. Hallo? Okay, see if you can get your leg over that brute. Easy, big fella. All right, let's head into town. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. We're heading out. Might be gone a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine Stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up and started right back drinking again. I'll miss those boys. Jenny, too. She had some spark, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. Hey, he's all right. It's okay, boy. Yep. Reiten wir jetzt auch mal, oder was ist hier los? Also an sich ein schönes Pferd, muss ich sagen, aber, ja, ich... Dann verkaufe ich den mal, ne? Ja. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I show you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But... your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Ja, aber am Ende des Tages, was krieg ich denn für den? Boah, krass, $65. $65 ist halt... schon nicht, also es ist ja zumindest auch noch nicht mal mein Pferd. Das heißt, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht verkaufen würde. Ne? Deswegen, ich verkaufe das jetzt einfach mal. Sag die $65 ein, das ist schon mal gut. Jetzt ist es allerdings so. Jo, die Hupe geht. American Standard Bred. Also kein Saddle Bred, sondern Standard Bred. Dann haben wir niederländisches Vollblut. Das ist momentan... boah, das ist krass. Renntauglich. Das hier auch. Morgen ist Standard.
sieht auch ein bisschen klein aus, muss ich sagen. Niederländisches Vollblut, das sieht schon sehr, sehr schick aus. Das ist auch massiv, ne? Also vom Bau her Beschleunigung ist natürlich nichts. Ich kann mir das nicht leisten. Das auch nicht. Ich könnte mir das morgen kaufen, aber ja, ist schon ein bisschen klein, ne? Tatsächlich ist es so, ich möchte gar kein neues Pferd. Also, okay. Ara. Bella. Cool. Dafür habe ich jetzt scheinbar auch nichts bezahlt. Das ist also Stand 0. Das ist schön. Es hat aber auch eine schöne Farbe. Also. Ah ja. Aussehen. Hähne. Natürlich. Normal. Kurz. Geflochten. Auf jeden Fall. Irokese. Dreadlocks. Auf jeden Fall. Nicht. Aber kann ich denn. Was mir. Ich kann doch normal und dann kann ich hier. Oh Gott. Das sieht schon irgendwie geil aus, ne? Das sieht geil aus. Das ist cool. Das würde ich mir tatsächlich sogar... Ja, das gönne ich mir. Der Schweif. Normal. Normal. Verstehst du das? Normal. Müssen wir doch eigentlich auch in... Müssen wir doch eigentlich auch so, ne? Oder sollen wir das einfach hier so... So. Schwarz. Irgendwie... Finde ich schon cool, wenn das... Ja, oh, kostet nur $2.50. Also, 2,50. Ne? Pferdepflegepaket. Achso, alle Kerne werden auf. Okay, na gut, brauchen wir nicht. Ausrüstung, Sättel. Was haben wir denn momentan für einen? Ja. Vorbestellte Sättel. Der sieht ja schick. Den hab ich, ne? Den hab ich tatsächlich. Verbessert. Was kann denn der Verbesserte? Also. Info, RS. Ah ja. Okay. Verbessert bedeutet Kernleerungsrate. Aha, Kernleerungsrate, Regenerationsrate. Ah ja, okay. Also momentan minus 6, minus 4, plus 4. Und hier haben wir sogar plus 12. Der Sattel kostet, oder die Verbesserung kostet dann direkt mal $65, ne? Das ist schon viel. Was haben wir denn noch? Verbesserte Sättel. Oh, Verbrauchstempo minus 25. Das ist natürlich... du hast... Hab ich... Was? Ist das meiner? Also, hab ich den jetzt auf dem Pferd? Tatsache, ja geil. Kernleerungsrate minus 12. Kernleerungsrate minus 12. Verbrauchstempo minus 25. Und Regenerationsrate plus 12. Ja, mega. Und hat mich nichts gekostet. Satteltaschen. Also in sowas kann ich mir natürlich extrem verweilen, ne? Vorbestelltes Sattel. Was hat denn der für eine Farbe? Gar nichts. Schön. Satteltaschen. Verbessert. Kostet $40. Kriege ich aber auch nichts. Ja, die Farbe würde ich jetzt erstmal nichts für ausgeben. Ach so, da kann ich auch keine Steigbügel und sowas machen, ne? Egal. Schlafdecken. Gefütterte Wollschlafdecke habe ich tatsächlich. Ein bisschen hell, ne? Aber ich finde es jetzt gerade so, wie das Pferd aussieht, finde ich absolut top. Pferdevorräte. Okay, Äpfel habe ich nicht. Also, was habe ich denn hier? Ich habe Heu. Toll. Zuckerli. Ja, da kaufe ich mal hier 3 Zuckerli. Apfel.
Apfel ist auch immer schön. Arzneien. Oh, die sind natürlich teurer. Pferdestimulanz habe ich 1. Pferdearznei habe ich 2. Pferdearznei. Pferdewecker. Der Pferdewecker ist, glaube ich, wenn das Pferd irgendwie, glaube ich, im Boden ist. Aber okay. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. All right, let's see. Here are your papers. And on me, a new grooming brush. And some treats. Appreciate it. Yeah. All right, you. You treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Ja, auf jeden Fall. Also. Looks like a nice animal you got there. You happy? Ja. We'll see. Erstmal untersuchen. Englisches Vollblut. Hm, cool. Also Englisch Vollblut ist schon mal gut. Schwarz gescheckt, Geschwindigkeit recht hoch, Beschleunigung auch renntauglich. Erstmal streicheln. Ja, wir müssen ja hier eine Verbindung. Okay. Okay, dann steigen wir auf. Alright, let's get going. We got quite a ride ahead of us. Lead the way. So, what's this lake? Hauptsache Hektik, ne? It's called O'Cray's Run, up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time, we're doing the chasing. So how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code, and he knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know, but it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcomed back that easy after that long, and you know it. Maybe, but please don't you put that to the test. Okay, I think we need to head right up here. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. Yeah. I should really be heading back over to Great Plains, see about Sean. It's bounty hunters who've got him? So Trelawney says. Javier and Charles have gone with him to scope it out. Pretty dangerous going anywhere near Blackwater. Right, but if he's alive, we gotta try. Of course. Should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle.
I have hunted rabbits before, you know. Yes, and obliterated them with a shotgun, if I remember right. Slow it up. Ganz vergessen, wieder das Mikrofon anzumachen hier. Jetzt mal gucken. Da sitzt ja einer. Stopp! Gut. Heute mal gleich, ne? Okay. We should camp here. Sure. You get a set up. Okay, dann wollen wir mal scheinbar ein Lagerfeuer machen. Schön. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Die Atmosphäre ist schon cool, ne? Hab ich nicht irgendwie, als ich jetzt mal beim Waffenhändler war, mein Messer Gold gemacht? You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. All right. Well, we better get some rest. I want to be up at first light to find this monster. He better be worth all this drama. Morning, Arthur. Guten Morgen. Well, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. Geh nicht über einen starken Kaffee. Ah. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous. But we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I'll tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. Okay, also ein Köder. I was virtually weaned on bear meat. Okay, I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Unser neues Pferd ist schon cool. Come on, grab your stuff, let's go. Der goldene Colt, geil. Let's go. Ich komme. Okay, boy. Let's go. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me?
No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Look for tracks, dung, bones, any sign of him. Na, guck mal da. Some paw marks here, Jose. They sure look big enough. Das sieht schon cool aus, die Grafik, ne? Also schon fantastisch. Can you tell which way he went? Klar, aber erst muss ich mir mal hier eine dicke Waffe holen. Let's keep on this trail while it's still fresh. Ah, okay, so funktioniert es also. Hier ist ein Fisch, oder? Wait a minute. Something on the ground here. Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's any. Noch was? Ein legendärer Bär. Bin ich mal gespannt, ey. Bärenkot. Okay, ich dachte schon, ich werde so blind. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up in each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which you think? Ich würde einen Köder benutzen. Let's bait here. Fine by me. Ich meine, letzten Endes haben wir das Ding ja auch nicht umsonst gemacht, ne? By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Wo ist er denn? Ach, das ist der. Ah, okay. Ich hab was gehört, das war doch der Bär, oder? 1000 pounds, you say? More or less. Big scar down his face. Mal gucken, ey. Nicht, dass er irgendwo um die Ecke kommt, ey. I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. Nicht, dass er auf einmal hinter uns steht, ey. Ich hab gar keinen Bock drauf. So do you. I'm fine. Auch diese, die Musterung hier von den Steinen und so, ne? Schon cool. Was? Come on. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Okay, von mir aus.
man here. Got your knife? Oh, oh. Oha. Oha. Was? Okay, wo ist denn? Ah ja. Schön. Wo ist denn der? Nicht dein Ernst, oder? You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming, or you gonna track that monster? Well, you coming? Ach, wir gehen. Wir haben eh keine Munition richtig, um den, wir hätten eh keine Munition, um den aufzuhalten, also von daher. Ich glaube, der hat auch ein bisschen über unsere 5 Schüsse, die wir da abgesetzt haben, hat er, glaube ich, auch ein bisschen gelacht. Let's see if Dutch gives us any crap about disappearing like that. I don't need another. We gotta be out there making money speech. We were just out scoping a lead. He doesn't need to know it was a big furry one. Well, thanks, Arthur. I probably owe you one. Don't worry about it. I need to head out to Emerald Ranch soon. Look into something. See you later. Striegeln wir erstmal unser Pferd. Dann streicheln wir. Okay, 1,26. Ich würde sagen, wir gucken mal, was wie hier noch. Ist er nicht schön? Ist er nicht schön? Achso, wir haben nur hier Kieran. Versuch von Kieran von über den Outreal zu sammeln. Oh, das ist Reverend Swanson. Was haben wir hier? Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Snow, why are you so chipper? We're gonna be good. We are gonna be great. Faith, my son. Please, come on, you brought me in, help me. Speak. Don't cry, boy, speak about your gang. I can't. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest. Okay. Loyal, of course. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastard! Oh, what do you want from me?
Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, okay, listen. I know where old Driscoll was holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Okay. Dann wollen wir mal. Wurfmesser, Kompodium aktualisiert. Okay. I ain't no old Driscoll. Are you sure as shit was? John, Bill, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Ballantyne. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. Dann mach mal. Auch die Geräusche und so von dem Pferd, ne, ist schon ziemlich cool. Who'd have thought? How many times I gotta say, I ain't an old Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn. You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! Bin mal gespannt, wie lang der Ritt jetzt dauert. I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey, hey, if I got my bearings, it's over here. Ja, ja, links hat ja so ein fettes Pferd, ne? Wie wir gerade eben in Schwarz hatten, ne? Passt so ein Typ, aber zu uns passt eher so ein schönes, elegantes. How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason, hiding behind your woman, way you were getting shot at. And I'd do the same for you, if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone, except in yourself. See, O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Bill, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Keep that in your mind, young feller. Right at the forefront of it. I swear, I promise, I am taking you to Combe as best as I can. You'll see, I'll make good. Bin mal gespannt, ob der wirklich weiß, wo wir hin müssen, ey. Those are the hills. Head for them. Save your horses. We gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the old Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the old Driscolls. Mein Pferd trabt so gemütlich, während die anderen schon hier galoppieren müssen. Das ist auch geil. Tell us then, how are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Oh, sieht unser Pferd nicht hübsch aus. See, this is why you're an old Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Combs a sneak thief and a killer.
Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boys, we're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Amen to that. Here, here. I swear, this is where he was. Shut up. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. Na, ich weiß ja nicht, ne? Taking them out as we find them. Trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Wer findet auch noch, dass die Stimme von Arthur massiv an die Stimme von hier von dem einen Charakter von GTA 5 erinnert? Hier von dem Geisteskranken. Hier von ich weiß es nicht mehr. Easy, Bill. Quiet. Ist er nicht hübsch? The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? Head easy. Moment, jetzt muss ich hier gerade mal den Bogen. Obwohl. Den Bogen könnte ich auch nehmen. Follow me, alright? It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching. Oh, hier der Links hat auch so. I ain't gonna shop you now. Come on. Die haben alle schon ihre Schießeisen. Ja, dann nehme ich doch meins auch mal. Ich habe ein goldenes. Es ist super. Ben. Oh, ich sehe bis jetzt noch gar nichts. Schau mal, nimm mal mein Gewehr. Okay, get down. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellers hiding out there too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. And over there, someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, really think. The feller that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. I'm gonna deal with the pisser. Okay, go to work. Scheiße. Guns in the camp. Look out. Oh verdammt. Okay, das lief irgendwie nicht so gut, ne?
kurz hier sammeln. Es war ja wohl nicht so nicht geplant, ne? Mal hier gemütlich irgendwie mal ein bisschen was einsammeln, ne? So geil, so mitten im Gefecht erstmal die Kohle einsammeln, so. Katsching, 1,62. Und Schlangenöl, sehr gut. Wo ist denn hier einer? Plündere die mal eben und dann gehe ich links rum, Leute. Auf einmal ziemlich schnell weg, ne? Ist aber nicht so ein schönes Camp hier. Nee, warte mal, vielleicht eher die hier. Glück gehabt. Erstmal gemütlicher liegen. Ist geil. Natürlich ist der Typ nicht da. Das war ja irgendwie klar. What? You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Get lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash then? What cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp quick. See, Arthur? Yeah, I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing just yet. You're right you are. Okay, also wir müssen uns hier ein bisschen umsehen.
gucken, was wir hier so finden. Was war das? Ah, Kohle. Und noch mehr Kohle. Ja, $14. Hm. $11, ja, warum nicht? Am Tisch ist nichts mehr, ne? Schauen wir mal hier. Was haben wir jetzt hier? Flintmunition. Das ist okay. Ist wirklich schön hier. Oh, doppelläufige Flinte. Aber die kann ich nicht nehmen, weil ich... Oh Mann, Alter. Den muss ich auch noch plündern. Er muss eine Waffe, glaube ich, ablegen, sonst kann ich keine neue nehmen. Bisschen schneller. So, jetzt müsste ich diese doppelläufige müsste ich nehmen können, ne? Ich finde ihn nämlich ziemlich cool. Oh yeah. Geil. Was soll ich machen? Achso, warten. Achso. Reinigen. Cool. Oh yeah. Durch die Anti ist geil. Durchsuchen. Was ist denn hier? Ach, Kamin, hat er ja gesagt, ne? Und? $600. Bandenanteil 300, dein Anteil 110. Was ist er denn? Kann ich die auch fährt? Kann ich. Ja, alles drin. So, dann schauen wir mal, wo... Ich würde gerne jetzt mal in die Stadt reiten, weil ich zum Büchsenmacher möchte. Wir reiten mal so, oder? Müssen wir auch mal machen. Wir können nicht immer nur Kinokameras für uns arbeiten lassen, ne? Weil ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube dann am Ende auch diese Verbundenheit ist dann weg oder so, ne? Meine ich. Bonanza. Ah, das sind wir. Und dann gehen wir erstmal zum Sheriff. Oh, warte mal, wir können doch hier beim... Hier können wir doch schon mal das Pferd anbinden beim Sheriff, oder? So, weil hier ist auch das Symbol unten links. So, erstmal müssen wir jetzt... Hallo? Darf ich vielleicht mal... Erstmal striegeln wir da. Aber wenn das Pferd dreckig ist, da
dann ist blöd. Ah. So, dann streichen wir es nochmal. So. So. Oh, Entschuldigung. Ich würde gerne anpassen. Jagdmesser. You want to make this really yours? Give it a personal engraving. Natürlich, Alter. Für $10 möchte ich gerne ein goldenes. Gravuren. Okay, das ist geil. Totenköpfe. With Valentine connecting the west to the east, they get a lot of passing cool. Stocking up on bullets and weapons. Some of them may belong to a gang. Hey, how would I know? Geschwärzter Stahl. Geil. Wird direkt gekauft. So. Markierung? Ach, der Griff. It seems strange to me that they'd need so many guards of Cornwall, kerosene and tar. Must be something else going on there. Nö, das ist eigentlich ganz gut so. Ist gut so. Ist der Revolver, den ich hab? Beautiful condition. Keep it up. Ja, den lassen wir eigentlich so. Und der ist eigentlich schön. Doppelläufige Flinte. Das ist ja die, die wir haben, ne? Genau. Langer Lauf. $14. Will ich das machen? Ja. Drall. Ist die Reichweite größer, ne? Ja, das ist alles nur Dekoration, das brauchen wir eigentlich nicht. So. Repetier-Karabiner. Good. Haben wir da... Schadengröße. Ja, hier, richtig Schaden hier. So, dann Revolver, dann brauchen wir auch ein bisschen bessere Munition. Boah, krass, was sie... Oh ja. Und dann brauchen wir... Abgesägte Flinte. Beautiful condition. Keep it up. Reichweite, Genauigkeit. Oh, das ist geil. Reichweite wird größer und Genauigkeit wird größer und das nehme ich auf jeden Fall. Passt die Munition auch für die doppelläufige Flinte oder muss ich da die jetzt extra hier kaufen? Ne, perfekt. Geil. Das war's eigentlich. Ciao. So, jetzt sind wir bei 1 Stunde 52 Stream. Dann würde ich jetzt pauschal erstmal sagen, wir machen als nächstes die Kopfgeldmission hier, aber wir machen jetzt erstmal eine Pause. Tatsächlich. Oh, ich kann mich mal rasieren, ey. Machen wir jetzt gerade eben mal eine kurze Pause.